Hallo, ihr Steinverrückten. Heute geht's mal zurück ins Jahr 2020 und zwar oh, ein kleines Set, ein kleiner Happen zwischendurch, aber ein seltenes Set. Wir gehen in die Harry Potter-Ära und schauen uns das Monsterbuch der Monster an. Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag, Abend, je nachdem, wann ihr YouTube-Videos schaut. Ich bin der Martin, der Steinverrückte. Und heute schauen wir uns das Monsterbuch der Monster an. Klingt erstmal wahnsinnig spektakulär, aber es war ein GWP. Es ist also quasi nicht auf dem regulären freien Markt erhältlich gewesen, sondern oh, ich glaube, man musste für 80 Euro Harry Potter Sets kaufen. Ich habe damals diese Bücher, die, was ist das, Zauberkünste und so weiter, so Unterrichtsszenen darstellen, habe ich 3 Stück gekauft und dazu das Monsterbuch der Monster bekommen, weil ehrlich gesagt, das war es, wo ich hinterher war, was ich haben wollte. Und es ist ein putziges kleines Set, aber ein wunderschönes Set. Lustig, nett zu bauen, ja, und irgendwie schlecht wieder auseinanderzukriegen. Aber wir gucken es uns mal an. Machen wir uns nichts vor, ich kaufe bei Lego nur dann, wenn es ein GWP gibt, das mich persönlich interessiert, weil ansonsten empfinde ich es einfach zu teuer. Und so ist es auch dieses Jahr wieder gewesen. Das ist das einzige Mal, dass ich bei Lego gekauft habe. Ja, ich habe einen fetten Knick da drin. Ist das nicht schlimm? Naja, habe ich aber ein paar Punkte wieder bekommen, VIP-Punkte als Entschuldigung. Machen wir uns nichts draus. Das hier war auf jeden Fall eine Bestellung bei Lego wert. Wir haben hier, warum auch immer, das wird glaube ich am meisten moniert, den lieben guten Draco Malfoy dabei in seiner bösen und noch böseren Gesichtsvariante. Ja, es ist absolut, wie sagt man heutzutage, es ist total random, dieser Draco Malfoy. Also tun wir ihn direkt weg. Bauanleitung brauchen wir auch nichts groß drüber zu erzählen. Sie ist einfach im schicken Hochkantdesign. Das ist ansonsten irgendwie unüblich. Gefühlt werden die immer alle so gedruckt. Ja, ansonsten innen drin langweilig blau. Die neuen sind ja noch viel langweiliger weiß. Der Karton hat auch keine Überraschungen zu bieten. Ich kriege ihn noch nicht mal gegriffen. Oh, hier Vorderseite, Rückseite, noch ein paar Größenangabe. 12,5 cm ist das Ganze lang. Das ist nicht viel, aber der Gag an der Geschichte ist ja dieser Klappmechanismus hier. Oh, jetzt sagt mir nicht, der fährt nicht doch. Und auch mal in die Richtung. Wieso klappt das nicht seitlich? Ich fasse es nicht. Ich habe hier eine Bodenwelle. Oh nein! Das Ganze funktioniert hier unten durch diese Rädchen, die an, ja, an so einem, an so einer Technikaufnahme dranhängen. Und die ist halt so komisch gewölbt, wie ihr seht. Hat so eine Art vorne eine kleine Spitze und hinten eine etwas breitere Endung, wodurch das Ganze, oh, bei mir drehen sich die Reifen, weil ich es oben festhalte, ich Schlaumeier. Boah, dadurch ergibt sich dann diese, ich halte es wirklich hier zu, ich bin ganz, ganz clever. Dadurch ergibt sich halt diese komische Art und Weise der Fortbewegung, weshalb es immer wieder hochgedrückt wird, dieser Deckel hier. Von innen, jeden, den das stört, da sind noch ein paar mehr Farben drin, man kann es nur nicht erkennen. Es schimmert auch mal gern was Blaues hier mit dabei. Es stört jetzt nicht wirklich. Mir persönlich gefällt hier die Seite nicht. Das sieht aus, als hätte ich da was vergessen. Es ist aber tatsächlich nur mit so ein paar offenen Noppen noch gestaltet. Und was sehr seltsam ist an der Geschichte, es ist ultra stabil. Denn in dem Moment, wo ich hier diese beiden Achsen auf jeder Seite reindrücke, ja, hat das Ding eine fast schon unangenehme Festigkeit. Also man kriegt die beiden Teile nicht wirklich gut auseinander. Man muss das halbe Set auseinandernehmen. Das war sehr überraschend. Auch überraschend ist, dass man sowas natürlich nicht mit Drucken löst, sondern mit Aufklebern. Sei es drum. Es hat einen Gegenwert von knappen 20 Euro, sage ich jetzt mal. Was willst du da erwarten, dass die jetzt da noch Drucke mit drauflegen? Insgesamt aber bleibt mir zu sagen, das hier ist der Clou an der Geschichte. Das finde ich wirklich, wirklich lustig. Und jeder, der auch nur einen Hauch mit Harry Potter was anfangen kann, der muss mir eigentlich zustimmen, dass das ein sehr, sehr lustiges Lego-Set ist. Auch wenn es ein paar, ja, Schwächen gibt, wie beispielsweise hier gibt es jetzt mittlerweile Steine, die sind auch an der Seite geriffelt, dann sieht das Ganze natürlich perfekt aus. Ich habe die aber nicht. Ich weiß nicht, von welchem Hersteller die sind. Tja, ist wie es ist. Was denn tast, kannst du nicht reinbauen. Und wie gefällt euch denn das Monsterbuch der Monster? Ich bin ja nicht doof. Ich weiß ja, dass man über den Buchrücken streicheln muss und dann ist es ganz lieb. Und es greift einen dann auch quasi nicht an, auch wenn es könnte. Es ist natürlich winzig, ne? Machen wir uns nichts vor, aber die Idee ist putzig umgesetzt.
Es ist ein Gag-Artikel, wenn man mal so will. Und als Gag-Artikel finde ich, funktioniert er ziemlich gut. Mir gefällt's. Ich habe meinen Spaß damit. Und ich hoffe, ihr vielleicht auch ein bisschen. Macht euch auf jeden Fall eine gute Zeit. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Schade, dass das T-Shirt nicht immer enger wird. Das ist leider selbst gemacht. Ich werde so muskulös. Auch das wäre schön. Ja. Und selbst bei diesen May the Force und wie sie alle heißen oder beim Prime Day. Entschuldigung. Scheiße. Hatte ich nicht irgend so einen dummen Spruch, den ich letztens immer noch gesagt hatte? Das Motto bleibt mir gewogen, ich wiege auch. Oh. Nee, das lassen wir.